Morgen zusammen. Willkommen zu meiner Session von Development nach Nomad mit GitLab CI. Ich wäre gern mit euch zusammen irgendwie vor Ort, aber aus gegebenen Gründen ist das nicht möglich. Deshalb willkommen in meinem kleinen Studio hier in Mannheim, in meinem Office. Fühlt euch wie zu Hause und habt Spaß die nächsten 20, 25 Minuten. Kerim hat es ja schon gesagt, mein Name ist Stefan Hochdörfer. Wenn ich nicht auf den ganz kleinen Bühnen dieser Welt stehe und quasi ins Nichts spreche, dann stehe ich auch ganz gerne mal auf den großen Bühnen dieser Welt und erzähle über das, was wir so tun und warum wir das tun. Wir ist in dem Fall meine Firma BitExpert. Meine aktuelle Rolle bei BitExpert heißt Head of IT Business Operations. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Entwicklung unserer Projekte sowie für die ganze Infrastrukturthematik. Und wie Kerim ja auch schon gesagt hat, ich bin relativ aktiv in der PHP-Community, organisiere zwei PHP-Meetups, eins in Frankfurt, eins in Mannheim. Wer da in der Nähe ist, gerne mal vorbeischauen, heutzutage auch ganz gerne online. Und das war der kurze Teaser von mir, weil wir wollen ja eher über GitLab und Nomad sprechen und nicht über meine Vorlieben. Genau. Was erwartet euch heute im Talk? Wie man aus dem Titel unschwer schon schließen kann, natürlich GitLab und natürlich Nomad. Wir setzen noch eine Reihe von ganz anderen Tools ein. Im Endeffekt Consul, Vault, Terraform aus dem Hashi-Stack. Wir nutzen SonarQube und Sonatype Nexus für das Docker-Hosting, als Docker-Registry. Wir nutzen Traffic EE in der Enterprise-Variante als Edge-Router, als Proxy. Das sind alles Themen, die ich am Rande irgendwo anschneide. Ich hätte ganz gern gezeigt, wie man alles installiert, aber das irgendwie in 20 Minuten hinzukriegen, ist ein bisschen utopisch. Aber fangen wir ganz vorne an. Warum überhaupt GitLab? Git nutzen wir schon seit Jahren, haben diverse Stadien durch in der Anfangszeit, so Bare Git Hosting auf Apache, dann verschiedene Tools getestet und ausprobiert. Fabricator beispielsweise von Facebook waren dann nie wirklich zufrieden und vor, ich glaube, gut 4, 5 Jahren dann irgendwie auf GitLab hängen geblieben, könnte man meinen. In der Anfangszeit war GitLab ein relativ einfaches Git-Repository-Hosting-System, aber über die Jahre hat sich so zur DevOps-Plattform entwickelt. Das heißt, ich kann es nicht nur für die Entwicklung verwenden, zum Planen, Entwickeln, Bauen, Releasen. Ich kann damit auch meine Build-Pipelines konfigurieren, automatisiert deployen auf Kubernetes. Ich kann alles Mögliche monitoren und sehe das dann über eine Oberfläche zusammen und kann hier so wirklich so den gesamten Lifecycle der Entwicklung bis hin dann zum Deployment/Betrieb irgendwie abdecken. Bisher sind wir damit mega zufrieden. Warum Nomad? Gleiches Spiel. Wir kommen natürlich, uns gibt es schon 18 Jahre. Wir haben ganz klassisch angefangen, natürlich irgendwie mit Bare Metal, dann irgendwelche VMs, die bei irgendwelchen Hostern stehen. Haben dann vor ein paar Jahren gewechselt auf das Docker-Thema. Ich glaube auch schon wieder 5, 6 Jahre her. Haben da auch alles durchgemacht von Basic Docker über Docker Compose Deployment-Geschichten, Docker Machine, Rancher hat man in verschiedenen Kundenprojekten am Start. Aber irgendwie all das war nie so wirklich cool und hat nie so reibungslos funktioniert. Es gab immer Probleme und irgendwie vor 1,5 Jahren sind wir nochmal ins kalte Wasser gesprungen, haben überlegt, was können wir denn tun? Geht es hin zu Kubernetes oder irgendwas anderes? Tatsächlich sind wir auf Nomad hängen geblieben, kann man sagen, und bis heute wirklich froh. Warum? Zum einen kann man eben nicht nur Container deployen oder ausführen. Wir können genauso gut Legacy-Application, Batch-Geschichten starten, VMs provisionieren, was in Summe halt ein ganz, ganz cooles Setup ist, weil bei uns geht es tatsächlich nicht nur in Anführungszeichen um das klassische Docker-Thema. Ansonsten einfach und reliable. Also man hat wirklich eine Single Binary, die haut man auf die Server und dann potenziell funktioniert es schon. Wenn man Nodes downnimmt, ist es auch wirklich sehr einfach, die wieder dann hochzukriegen und das System irgendwie gangbar zu bekommen. Also irgendwie ganz anders als bei Kubernetes, zumindest unserer Erfahrung nach, wo das Ganze dann deutlich schwerer ist, zumindest wenn man es eben selbst betreiben möchte.
Ansonsten auch ein guter Punkt eben, dass das ganze HashiCorp-Ökosystem ist perfekt integriert. Terraform, Consul Vault, was will man mehr? Und last not least, das ist aber eher so ein Goodie für uns, eben Multi-Region, Multi-Cloud-Deployments. Habe ich schon gesagt, in unserem Rechenzentrum, bei unserem Hoster haben wir unser Nomad-Cluster stehen. Wir haben hier intern irgendwie noch ein paar ältere Kisten, die ordentlich Power haben. Die haben wir als zweites Data-Center eingebunden und können dann quasi auch deployen und haben in einer Oberfläche quasi dann wirklich die komplette Sichtbarkeit, was für Applikationen laufen gerade wo oder im Worst Case eben nicht. Was für uns nicht so ausschlaggebend war, sind die Punkte Scalability, Skalierbarkeit. Wir nutzen es intern für uns, für die verschiedenen Applikationen. Da ist die Last und der Load sehr gut abzuschätzen. Also da gibt es normalerweise keine Überraschungen. Ich sage normalerweise. Wir nutzen Nomad in der Konstellation aber genauso für unsere Kunden, wo Skalierbarkeit dann deutlich wichtiger ist. Für all diejenigen von euch, die nicht wissen, wie GitLab aussieht, wie es funktioniert, wenn ich in GitLab ein neues Projekt anlege, kommt diese Maske hier. Ich muss einem Projekt einen Namen angeben. Ich kann optionalerweise eine Beschreibung hinterlegen und dann noch die Visibility setzen. Ich klicke unten links auf den grünen Create Project Button und dann ist das Projekt in GitLab angelegt und ich kann damit arbeiten. Code pushen, super einfach. In dem Fall eben, da ich aus der PHP-Welt komme, wir nutzen Composer, also ist das NPM, Yarn, Maven, Pendant in unserer Welt. Erzeuge ein neues Projekt, in dem Fall eine E-Commerce-Applikation, Magento. Hol mir die ganzen Dependencies aus dem Netz. Adde, committe und pushe. Und dann landet der ganze Code im GitLab. Zu dem Zeitpunkt ist noch nichts passiert Richtung Build-Pipelines, automatisierte Builds, automatisierte Deployments. Also zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur der Code in GitLab und alles ist gut. Damit wir Build-Pipelines nutzen können, brauchen wir noch eine zweite Software von GitLab und das ist der sogenannte GitLab Runner. Für diejenigen von euch, die sich in der Jenkins-Welt so ein bisschen auskennen, gibt es ja dieses Konzept von Jenkins Master, Jenkins Slave Nodes. Das ist da ziemlich ähnlich. In GitLab, das CI-Modul entspräche dem Jenkins Master, der nimmt die Jobs, die ausgeführt werden sollen, entgegen und schaut dann, wo er sie verteilt, auf welche Nodes. Und das sind eben diese GitLab-Runner-Instanzen, die irgendwo laufen können. Wie bootstrappe ich so eine Instanz? Wenn ich den GitLab Runner installiert habe, dann gibt es so ein Register-Command, das kann ich ausführen, dann fragt er mich verschiedene Fragen, logischerweise, wo liegt die GitLab-Instanz von uns, was ist der CI-Token, damit eben nicht jeder auf meine GitLab-Instanz connecten kann oder Jobs ausführen kann, gibt es diesen Token als Sicherheitsaspekt. Ich kann dem Runner Description hinterlegen, ich kann dem Runner Tags vergeben. Das ist ganz spannend, um dann später hinaus zu steuern, welche Jobs wo laufen können. In unserem Setup ist es meist so, dass alles, was Verifying und Packaging angeht, bei uns läuft, in unserer Infrastruktur. Und dann das Deployment in der Regel dann bei Runner oder der Mitrunner oder Aufrunner, die dann im Kunden-Environment laufen. Und ich möchte natürlich nicht, dass im Runner des Kunden A aus irgendwelchen Gründen auf einmal die Projekte des Kunden B landen und dann gebaut werden. Das wäre natürlich total fatal. Und mit den Tags kann ich entsprechend regeln, wo was deployed wird. Genauso kann ich definieren, ob untagged Builds laufen sollen oder eben nicht. Ob ich einen Runner auf ein spezifisches Projekt binden möchte, um das Risiko dann auch nochmal auszugrenzen oder einzugrenzen. Das sind so die Basisoptionen. Und last but not least kann ich den Executor definieren. Das heißt, wie werden die Kommandos, die wir später schreiben, ausgeführt? Ich kann Docker verwenden in den unterschiedlichsten Kombinationen, auch mit Docker Compose, mit SSH-Geschichten, Docker Machine. Ich kann aber genauso gut Oldschool irgendwie Shell-Kommandos absetzen. Das ist dann wirklich abhängig vom Use Case. Da muss dann jeder schauen, was für ihn am meisten Sinn macht. So Docker ist die Variante eigentlich, die bei uns normalerweise zum Einsatz kommt. Der Outcome des Ganzen ist so eine GitLab-Runner-Konfigurationsdatei, ein TOML-File, was ich nachträglich auch bearbeiten kann. Ich kann die Concurrency definieren oder überschreiben.
und verschiedene andere Optionen setzen. Wichtig hier an der Stelle ist die Environment-Konfiguration. Also gibt es verschiedene Variablen, Docker-Auth-Config, TF war Vault-ACL-Token und TF war Nomad-ACL-Token. Diese Environment-Variablen werden automatisch in die Docker-Container injected und ich muss das nicht nochmal konfigurieren. Wir haben uns für den Weg entschlossen, weil ich halt nicht in jedem GitLab-Projekt quasi diese Variablen immer und immer und immer wieder definieren möchte und dann eben gucken muss, dass es alles irgendwie in Sync bleibt. Also wir haben halt, weiß gar nicht, hunderte Projekte mittlerweile bei uns im GitLab, die alle unter synchron zu halten, was die Konfiguration angeht, das ist schon ziemlich unterfangen. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich Variablen in ein Bild reinbekommen kann. Die zweite Möglichkeit nennt GitLab Secrets oder Variables. Die kann ich entweder direkt in einem Projekt in GitLab definieren oder in einer Gruppe. Gruppe kann interessant sein, wenn ich sage, ich gruppiere alle meine Projekte vom Typ A und darunter habe ich dann meine Projekte und habe halt globale Konfigurationen für alle diese Projekte gelten. In dem Fall kann es total Sinn machen, dass man dann auf Gruppenlevel das Ganze definiert. Wie sieht sowas aus? Relativ easy. Ich habe einfach Key-Value-Geschichten, ziehe eben Username und Passwort, um mich mit einer Magento-Instanz zu verbinden. Ich könnte genauso gut eben hier dann auch das Passwort aus Vault ziehen. Also GitLab in der neueren Version hat, oder GitLab CI hat eine direkte Integration in Vault. Allerdings glaube ich nur der Commercial-Variante. Wir nutzen bei uns im Moment die Open-Source-Geschichte, weil das für unsere Zwecke ausreicht. Aber das wäre noch eine andere Alternative. Normalerweise definieren wir hier die Variablen, die wir für die Build-Zeit brauchen und alles, was dann Richtung Staging und Production Deployments geht an Secrets, das ziehen wir dann aus Vault im Nomad-Fluss quasi. So, wie konfigurieren wir jetzt so eine Build-Pipeline in GitLab? Super einfach. Wir brauchen einfach nur eine Datei, die heißt .gitlab-ci-yaml. Die schmeißen wir ins Root-Verzeichnis und dann war es das. Wer CI-Systeme kennt, wie Travis beispielsweise, von der Idee, vom Ansatz ist es ziemlich ähnlich, im Detail dann aber wirklich komplett anders. Was wir hier sehen, ganz oben definieren wir ein Image, was genutzt werden soll, also dieses PHP 7.1 CLI-Image. Das heißt, alle Jobs, die kein anderes Image definieren, die nutzen automatisch das als Default. Wir haben einen Test-Job, der läuft in der Test-Stage, der ist getaggt mit dem Tag Docker und in der Script-Section ist einfach ausgelistet, was passieren soll. In dem Fall brauche ich noch ein paar mehr PHP-Extensions, weil Magento ein paar Voraussetzungen hat, die eben nicht mit dem 7.1er CLI-Image mitkommen. Wenn ich das gemacht habe, installiere ich mir Composer. Ich konfiguriere dann eben die Credentials, um die Packages von Magento zu ziehen und lasse dann einfach den Composer-Install laufen und dann kommen die Pakete runter. Auch hier wieder, wir adden, committen und pushen das File. Das landet in GitLab und dann passiert es. Man kann links neben dem Git-Char unten rechts diesen blauen Kreis sehen. Das ist der Indikator, dass gerade ein Bild läuft. Also sobald eben dieses File im GitLab, im Repository enthalten ist, läuft automatisch der Build-Prozess direkt los. Wenn wir auf den blauen Punkt klicken, kommen wir zur Build-Pipeline, die im Moment noch, sagen wir, sehr minimalistisch aussieht. Wir haben eine Stage, das ist Test mit dem großen T und in dieser Stage läuft ein Job, der ebenfalls Test heißt, Test mit dem kleinen T. Klicken wir da drauf, passiert das, was man auch von anderen Systemen kennt. Man sieht eben den Output, der erzeugt wird beim Bauen des Containers und am Ende, wenn wir ganz viel Glück haben, steht da sowas wie Job succeeded und alles war erfolgreich. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das ist jetzt nicht wirklich unbedingt eine Build-Pipeline. Wir führen gerade mal so einen Job aus. Da muss noch ein bisschen mehr passieren, wenn wir das Deployment wirklich anstoßen wollen. Und das schauen wir uns jetzt in Kürze an. Es gibt eine gemeinsame Konfiguration für alle Stages, also für Staging und Production. Ich definiere ein paar globale Variablen, die ich im Nachgang dann wiederverwenden kann. Definiere meine Stages, Test, Build, Deploy. Die Test-Stage haben wir schon gesehen, Composer-Install, passieren noch ein paar andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt relevant sind. Der Build-Stage sieht im Endeffekt ähnlich aus, läuft eben in der Build-Stage. Was da genau passiert, sehen wir gleich.
Und dann haben wir eben noch unseren Deploy Staging Job, der läuft in der Deploy Stage. Und hier können wir auch sehen, wir nutzen in dem Fall eben das HashiCorp Terraform Light Image, um damit entsprechend dann die Terraform-Kommandos auszuführen. Interessant auf der Staging-Variante ist, ich habe hier meinen Container ja schon gebaut und der liegt in unserer Docker-Registry, also brauche ich in dem Fall keinen Git-Checkout, weil das wäre total unnötig. Das heißt, ich kann bei den Variablen sagen, nimm bitte None als Git-Strategy und das heißt entsprechend, mach keinen Git-Checkout, führe einfach nur den Code aus und dann ist gut. Wir definieren unser Environment, also es geht um Staging-Environment, das ist dann die URL, stage-myapp.log. Das hilft uns ein bisschen im GitLab dann zu sehen, welche Environments gibt es, welche Commits laufen auf welchen Environments und ich kann entsprechend dann auch rollbacken, sofern es meine Applikation dann sinnvoll supportet. Und wir könnten zum Beispiel auch noch sowas sagen, lasse diese Deployments auf Staging nur laufen für Commits, die eben in den Master Branch gemacht werden. So, pushen wir, man sieht wieder den blauen Kreis, die blaue Uhr, was heißt, der Build läuft, wir klicken drauf und sehen dann schon die bisschen komplexere Build-Pipeline mit Test-Build-Deploy-Stages und dann Test-Build-Deploy-Staging-Jobs. Test ist durchgelaufen, ist grün, cool. Können wir uns drum kümmern, wie bauen wir den Container? Da haben wir noch nicht wirklich irgendwie eine standardisiertes Vorgehen. Das macht jedes Team bei uns irgendwie so ein bisschen anders. Es gibt Teams, die nutzen einfach dann Docker Compose und sagen Docker Compose Build. Es gibt andere, die machen es wie hier zu sehen. Man baut eben alles, tart das ganze Paket, verschiebt es zurück in den Projektordner und übergibt dann quasi das Package an Docker als Build-Argument, um einfach den Bedarf zu vermeiden, mehrere Docker-Files zu haben für Development, Staging und Production, die dann doch irgendwie hier und da wieder ein bisschen anders sind, ich aber dann doch wieder alle irgendwie gleich halten muss. Das kann man damit so ein bisschen umgehen. Nicht die perfekte Variante, aber immerhin eine Lösung. Wir taggen das Ganze und schieben das dann auf unseren Nexus. Hier sieht man übrigens, dass ich die CI-Commit-Ref-Slug-Variable verwende. Das ist eine Variable, die mir GitLab automatisch setzt. Bezieht sich quasi auf den aktuellen Branch, in dem ich arbeite. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in der Docker-Registry anschauen, habe ich den MyApp-Container einmal als Latest-Version und einmal eben in der Master-Variante, weil ich gerade auf dem Master gearbeitet habe. Das Gute ist, dass die Variable quasi in dem ganzen Build-Prozess überlebt. Das heißt, das, was wir jetzt quasi mit dem CI-Ref-Slug im Build-Job gemacht haben, können wir dann genauso wiederverwenden im Deployment-Prozess. Also ich arbeite quasi immer genau mit der gleichen Instanz. Kommen wir zum spannenden Thema, wie deployen wir jetzt das Ganze auf Nomad? Das ist so im ganz Groben unsere Verzeichnisstruktur von so Projekten. Im Docker-Verzeichnis liegt eben alles Docker-mäßige, die Docker-Files. Wir haben einen Terraform-Ordner, darin eben die Konfiguration für Production und Staging inklusive dann der entsprechenden Nomad-Konfiguration. Also relativ überschaubar, was hier passiert. Was passiert jetzt beim Deployment? Zum einen exportieren wir noch zwei Variablen, die wir brauchen, eben einmal tfvar-tag und einmal tfvar-domain-stage. Die werden dann entsprechend im Nomad-Skript verwendet. Wir gehen entweder in den Staging-Ordner oder in den Production-Ordner von Terraform, je nachdem, was wir deployen wollen. Lassen erstmal die Terraform-Version ausgeben, dann hat man immer noch so ein bisschen Nachverfolgbarkeit, um was für eine Version es sich gerade handelt. Ganz gut, wenn irgendwas schief läuft. Wir machen ein Init, wir machen ein Validate, wir generieren das Plan-File und dann applyen wir das Ganze. Die Terraform-Konfiguration selbst sieht sehr übersichtlich aus, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt ein paar Variablen, Warp-ACL-Token, Nomad-ACL-Token, die werden automatisch injected durch eben den GitLab-Runner, was wir vorhin gesehen haben. Domain-Stage und Tag kommen eben entsprechend dann durch den Build selbst. Wir definieren unseren Nomad-Provider, wo wir soll das Ganze hindeployed werden. Und dann starten wir eben unseren Stage-Job und übergeben die Variablen da rein.
Die Nomad-Konfiguration habe ich auch mal komplett zusammengedampft. Also stellt euch da mal noch ein bisschen mehr Magic vor, aber das Relevante ist da. Was wir kürzlich angefangen haben, ist eben die Meta-Informationen ein bisschen intensiver zu nutzen, dass man da auch ein bisschen genauer sieht, eben was ist das für ein Container, was läuft da für ein OS drin, welche Version wurde gerade deployed und so weiter und so fort, um dann, wenn ich im Nomad in der UI drin bin, eben ganz klar und einfach zu sehen, was ist gerade deployed in welcher Variante. Genau, es gibt den MyAppStageJob, der beinhaltet natürlich dann die Gruppe MyApp mit den Constraints, Restart-Bedingungen, den Counts und so weiter und so fort. In der Gruppe selbst sind die Tasks angelegt, jetzt in diesem ganz einfachen Fall eben dann nur eine Instanz, die eben per Docker deployed werden soll mit dem Image, was wir eben vorhin gepusht haben und dem Tag, den wir gesetzt haben. Port 80 wird exposed. Wir definieren die Resources, die benötigt werden und dann ist gut. Und zu guter Letzt definieren wir das Ganze noch als Service. Und hier kommt jetzt das Thema mit Traffic ins Spiel. Ich definiere drei Tags, die dann als Docker-Tags angewendet werden. Ich sage einmal dem Traffic, hey, pass auf, für diesen Container oder nutze diesen Container bitte für deine Traffic-Konfiguration. Das ist mein Hostname, der auf den Container zeigen soll. Und nutze bitte den Web-Secure-Entry-Point. Das heißt, der Traffic nimmt quasi Traffic für Port 80 und 443 entgegen. Im Falle von Port 80 wird dann ein HTTPS-Upgrade gemacht und eben hinten raus intern nutzen wir tatsächlich nur HTTP-Traffic, der Einfachheit halber. Für unsere internen Applikationen ist das vollkommen okay. So, wenn jetzt Terraform gelaufen ist und alles cool ist, dann landet die Allocation hier in Nomad. Wunderbar, alles grün läuft. Wir können uns mal kurz die URL anschauen oder die Installation anschauen. Läuft auch super. Also alles wunderbar. Wie sieht das Ganze fürs Production Deployment aus? Im Endeffekt ganz genauso. Es gibt zwei kleine Unterschiede. Das eine ist natürlich, das Environment heißt Production und die URL ist anders, logischerweise. Und der zweite Unterschied sieht man ganz am Ende der Slides. Da gibt es so ein When-Manual. Würden wir das When-Manual weglassen, würde GitLab auf Staging deployen und direkt auf Production. Das ist eventuell ein bisschen ungünstig, wenn man sich nochmal anschauen will, bevor man auf Produktion deployt. Wir als Dienstleister sind natürlich irgendwie darauf angewiesen, dass der Kunde uns das okay gibt, bevor wir irgendwas auf Production deployen. Von daher ist das quasi ein manueller Schritt. Was passiert ist, es gibt einen neuen Job, Deploy Prod, auf der Deploy Stage. Der Build läuft durch bis Staging komplett automatisiert. Und jetzt sieht man rechts neben dem Deploy-Prod-Namen so einen Play-Button. Die Regel ist relativ einfach. Wenn es wie ein Play-Button aussieht, dann ist es wahrscheinlich auch ein Play-Button. Dann kann ich da drauf drücken und da passiert was. Und genau das machen wir. Wenn ich da drauf drücke, dann kann ich quasi manuell diesen Job antriggern. Passiert genau das gleiche wie beim Staging-Deployment, nur dass wir eben dann die Production-Konfiguration von Terraform nutzen. Und dann ist das Ganze auf Production gelandet. Prinzipiell ein cooles Vorgehen für ein Team von so einem Entwickler, was, glaube ich, die meisten von euch nicht unbedingt haben werden. Das heißt, wenn jetzt alle Entwickler hier lustig dann auf den Master pushen, verändert sich ständig die Staging-Variante und man verliert den Überblick, was da überhaupt los ist. GitLab hat da eine gute Lösung oder eine interessante Lösung, die nennen sich Review-Apps. Die Idee dahinter ist, dass ich solche Environments, die ich eben gezeigt habe, quasi dynamisch aufbauen kann. Die Namen der Environments, die sind komplett statisch bisher und ich kann durch Variablen das Ganze entsprechend aufbrechen, um dann entsprechend viel mehr dieser Environments dynamisch zu erzeugen. Die gleiche Konfiguration wie bisher auch, kein Git-Checkout und dann wird es hier nämlich spannend. In der Environment-Konfiguration kann ich dann verschiedenste Variablen nutzen, die GitLab mir bereitstellt oder dann mit eigenen Variablen irgendwie arbeiten. Und wenn das Environment runtergefahren werden soll, dann kann ich sagen, execute, also führe aus diesen Stop-Review-Job, in der dann die entsprechende Logik dann verankert ist, wie ich dann die Nomad-Allocation wieder stoppe.
Ganz spannend hier noch das Thema, ich kann diese Review-Apps dann nur dann starten lassen, wenn ein Merge-Request aufgemacht wurde. Das heißt, einer unserer Mitarbeiter macht einen neuen Branch, pusht den, erzeugt einen Merge-Request in GitLab und dann erst läuft das ganze Thema los. Und wenn der Merge-Request geclosed ist und wir die Instanz nicht mehr brauchen, dann würde entsprechend dieser Stop-Review-Job ausgeführt werden, der dann entsprechend dafür sorgt, dass das wieder aufgeräumt wird. Gleiches Spiel, kein Git-Checkout. When Manual ist an der Stelle irgendwie wichtig, aus irgendwelchen Gründen. Und ich muss dann hier nochmal den gleichen Environment-Namen angeben und dann einfach nur sagen, okay, das Ding ist irgendwie gestoppt, es ist beendet. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie gesagt, ich lege einen neuen Merge-Request an. In dem Moment, in dem ich auf Submit drücke, läuft die Pipeline schon los. Das zeigt man mir auch hier sehr prominent an. Wenn die Pipeline durchgelaufen ist, dann informiert mich GitLab, hey, ich habe diesen Branch genommen und den habe ich eben auf diese kryptische URL hier deployed. Man kann da draufklicken und dann sieht man genau das und kann es testen. Millionen-Dollar-Frage, wie kriege ich das Ganze jetzt auf Staging und Production? Die Antwort ist super simpel, super einfach. Ich muss nur auf den Merge-Button klicken. Der Merge-Button merge in Master, das heißt, die Build-Pipeline läuft wieder los. Wir laufen durch von Test, Build, Deploy, Staging. Dann muss ich manuell wieder auf Deploy, Prod klicken und dann ist das Ganze deployed und auf Production. Und wir sind happy und hoffentlich dann unser Kunde auch. Das war's von mir. Nomad und GitLab im Schweinsgalopp durchgelaufen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Die Slides share ich gleich dann im Anschluss und das Video wird wahrscheinlich auch geshared. Von daher könnt ihr da ganz einfach nochmal nachlesen, wie es funktioniert. Und ansonsten wäre ich jetzt ready für eure Fragen. Danke, Stefan. Also, das war eine super Session. Es freut mich, um etwas Balance zu haben mit nur Kubernetes-Talks. Du hast mehrere Vergleiche mit Kubernetes gemacht. Welche Vorzüge hat Nomad als Scheduler und Orchestrator? Und habt ihr eigentlich noch andere Alternativen evaluiert? Genau, also wie gesagt, wir kommen so aus dieser Docker-Compose-Welt, haben für verschiedene Kunden eben mit Rancher in der Version 1 gearbeitet. Das war eigentlich alles ganz in Ordnung. Sind aber immer mal wieder in Probleme gelaufen, dass das Ding dann irgendwie mal abgestürzt ist und dann musstest du quasi alles komplett ausrollen, also irgendwie Updates oder sowas hat nicht funktioniert. Also es war irgendwie ziemlich uncool. Wir hatten groß gehofft auf Rancher 2, weil da ja Kubernetes irgendwie drunter ist. Ich hatte so die Hoffnung, dass man da auch dann noch GitLab relativ einfach connecten kann. Aber gerade so diese Alpha-Beta-Releases waren extrem instabil und extrem buggy, dass das dann eigentlich für uns nicht in Frage kam, weil wir zu der Zeit halt wirklich loslegen wollten mit Neubau der Infrastruktur. Haben dann mal den kurzen Ausflug gemacht, irgendwie Nomad selbst zu hosten, weil wir da eigentlich das schon präferieren, aber dann relativ schnell gemerkt, dass das ein komplettes No-Go ist für unser kleines IT-Team von irgendwie anderthalb Mann. Und dann eben durch Zufall irgendwie nochmal auf das Nomad-Thema aufmerksam geworden, installiert. Das war irgendwie ratzifatzi lief's und wir waren da mega happy und dann haben wir gesagt, okay, Vollgas. Ja, uncoole Infrastruktur ist absolut nicht, was wir in 2020 brauchen. Wir haben schon genug andere Probleme. Auf jeden Fall, ja. Wir hatten eine Frage von Horst im Chat. Die Vault ACL-Token, also Secrets und so weiter, habt ihr die direkt in GitLab hinterlegt? Also nutzt ihr GitLab quasi als Secret-Store oder ist das anders? Wie gesagt, wir nutzen es im Moment noch als Secret Store für Secrets, die wir beim Bauen brauchen der Packages. Wir nutzen Vault für die Secrets, die wir dann für Staging und Production brauchen. Database Credentials, irgendwie API Credentials, whatever. Der Plan ist schon längerfristig, das alles irgendwie in Vault zu haben. Aber ja, weißt du, wie es ist? Man muss da immer viel migrieren und umbauen. Wir haben gerade andere Themen, die ein bisschen wichtiger sind. Genau. Ja, ich hätte noch eine Frage zu GitLab. Also das war sehr spannend. Ich habe jetzt viele neue GitLab-Features kennengelernt, vor allem die Review-Apps. Und es gibt auch eine GitLab-Registry. Also wieso habt ihr dann entschieden, nicht die GitLab-eigene Registry zu nutzen? Die ganz einfache Antwort ist, als wir angefangen haben mit GitLab und mit Docker, gab es die noch nicht. Wir hatten Sonatype Nexus halt schon lange im Einsatz und haben dann einfach upgegradet auf Version 3 und dann kam es so out of the box mit.
mittlerweile, da GitLab jetzt nicht nur Docker supportet, sondern quasi auch andere Paketmanager, macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass wir da mal migrieren irgendwann. Ja, das macht oder bietet schon Vorteile, ja, auf jeden Fall. Genau. So genug Optionen fürs nächste Jahr. Das ist das Problem. Es gibt viel zu viele Optionen. Es ist immer schwer, sich für die sinnvolle Variante zu entscheiden. Genau, also nochmals danke. Wir haben ein paar gute Fragen noch im Chat stehen, die wir beantworten können. Und wir hoffen natürlich, den Code zu sehen, weil es ist am besten, um selber mal zu testen.